Ihr könnt sehr ungemütlich in den steinernen Zellen mit der Pritsche schlafen. Nur Priodor, der sich wohlig ausruht und dann das Licht am nächsten Morgen als allererstes begrüßt, wenn das in seine kleine Zelle hineinstrahlt. Ihr könnt euch fertig machen und wieder sammeln unten im Flur bei den anderen Handwerkern, die dort ja noch nicht an der Arbeit sind, aber demnächst dann nach einem kleinen Frühstück das Ganze wieder aufnehmen. Es gibt einige Schulterklopfer, vor allem bei Geron, und dann steht ihr allesamt aufbruchbereit, wohin auch immer es geht, beieinander. Nun, meine Herren, meine Damen. Ich denke, wir kriegen das hin mit dem Geist. Ihr habt da bestimmt eure Tricks, werte Magier, richtig? Dem Herr zu werden oder was auch immer da spukt. Ich hatte auf den Prioten gehofft. Also, das Lebenslicht Auch haben wir gemeint. schon. Das ist ja das, was das Irrlicht. Dann ein Lobpreis dem Herren, das ist der Choral. Den machen wir dann, also singen können wir natürlich noch am Abend. Lagerfeuer, das machen wir auch. Ich habe das bei der Miko mitgenommen. Antidonaria, das ist das, was wir aus Corvinstein vielleicht holen. Hoffen wir zumindest. Vielleicht sind da ja Geister. Und vielleicht finden wir da ja auch dann einen Hauch von Ewigkeit. Also das mit der Vergänglichkeit, wenn das so stimmt. Unschuld vom Lande, da haben wir gesagt, das ist ein Kind. Göttliche Kunst haben wir noch nicht. Das müssen wir noch machen. Und das Lachen einer Seele. Da weiß ich nicht, was das ist. Was hatten wir da gesagt? Eventuell lacht der Geist. Nun, Geister lachen für gewöhnlich nicht. Machen wir das später? Bin für einen Shell. Immer noch. Vielleicht das Lachen eines neugeborenen Kindes. Der erste Schrei Das ist zu doch seiner kein Lachen. Zarstunde. Der Shell muss auch nicht geopfert werden, gehe ich davon aus, oder? Wir opfern hier niemanden. Niemanden. Das Ach, ist richtig. Prios gefällige Lichtalchemie. Licht wird Blut. Bin doch keine Hexe. Und ich dachte bloß, es klang so, er muss auf alles Sterische verzichten und naja. Ja, Trotzdem ein opfern wir frohen, keinen. frohen Herzens auf alles Sterische verzichten und sich lachend den Göttern anvertrauen. Es weist immer noch auf einen Neugeborenen hin. Nun, aber ein Neugeborenes verzichtet nicht auf alles Sterische. Wie ist es mit Kindern? Vielleicht, Wer hat ja. denn nichts mehr zu verlieren? Ein Sterbender. Doch, der Die hat haben sein auch nichts Leben zu zu lachen. verlieren. Nun, Die lachen selten. er zieht in die Paradiese ein, wenn er preisgefällig gelebt hat. Oder Und dann empfiehlt er sich textgefährlich. den Göttern an. Aber trotzdem wird er Angst vor dem letzten Atemzug haben und wird nicht darüber lachen. Es ist Außer. an uns, ihm Angst zu nehmen vor Warum dem sollte Morgen. man denn Angst vor dem Tod haben, Tau? Weil man sich vielleicht nicht sicher ist, ob man in die göttlichen Paradiese einkehren kann. Nein. Jeder Wie wird von Rettung gewogen. euer Freund schon sagte, niemand ist ohne Schuld. Naja, aber das entscheidet dann ja Rheton. Und wenn Boron gesagt hat, dass es an der Zeit ist, könnte sein, dass Priodur recht hat. Bin auch geneigt, Priodur zuzustimmen, allerdings bräuchten wir jemanden, der sich sicher ist, der entweder die ganze Last, das Leid des Lebens von sich abstreifen kann und endlich den ersehnten Frieden findet, oder jemanden, der sich sicher ist, in die göttlichen Paradiese einzukehren. Ein Veteran aus dem Jahr des Feuers. Warum ist da eigentlich von der Rede, von der Seele die Rede und bei dem anderen geht es um ganz klar um einen Mensch? Nur Menschen haben doch Seelen, oder? Nein, hier steht auch Homo. Also der Mensch, wir sollen einen Menschen finden, der frohen Herzens auf alles Sterische verzichtet und sich lachend den Göttern anvertraut. Ach so. Von Seele steht hier nichts. Das wäre Animus. Die Seele steht hier in der Überschrift. Das Animus Lachen wäre der auch Seele. übrigens ein Tier. Also nein, nein, das passt nicht. Hier steht Homo. Wir sollten jetzt losgehen. Dieser Corvinstein erkundet sich ja nicht von alleine und der Geist, der dort womöglich spukte, erlöst sich nicht von alleine, nicht wahr, Priodor? In der Tat. Ich bin so froh, dass du mitkommst. Ich benötige noch etwas aus der Küche. Etwas Sonnenblumenöl. Geht schon vor, ich hole euch ein. Kocht er Gott, gerne? nie wieder gegen
Geister kämpfen zu müssen. Ado, erinnert ihr euch? Aber natürlich. Ein Schlag und ich war am Boden. Oh, vor 2 Wochen wurde ich von einem Geist mit einem Speer durchbohrt. Das war eine Statue, Ado. Nein, das war ein Geist, der einen Speer geworfen hat. Er hat mit den Speeren um sich geworfen und das eine hat mich erwischt. Ich dachte, die Statue hinter euch hatte sich bewegt und euch den Speer Ich wusste gar nicht, dass es so viele Geister gibt. Nein, nein, das war... Der ist einfach weggeflogen plötzlich von den Ständern. Apropos, da muss ich nochmal hin mit Ronga. Nun, meine Lieben. Nein, lasst es besser. Die Geister, die wir getroffen hatten, Ado und ich, waren arme Seelen aus Wehrheim, denen wir letztlich Gnade erweisen konnten. Wir haben bei der Belagerung von Wehrheim geholfen. Von denen hat auch keiner gelacht, oder? Nein, sie waren, die waren alle sehr wütend. Und traurig. Gehen wir jetzt auf direktem Weg nach Corvinstein oder gehen wir vorher noch irgendwo anders vorbei? Ich würde vorschlagen, die Dörfer suchen, um ein Kind zu finden oder eine Mutter, die vielleicht kurz vor der Niederkunft steht. Oder 2, falls die eine zu lang braucht. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal nach Erheim. Da müssen wir an der Reichsstraße direkt geradeaus. Da kommen wir dann am Kartenwald vorbei, aber das kriegen wir schon hin. Da ist dann auf dem Weg Holtholz und der Holderhof. Da sind bestimmt Leute. In Neuzoll ist gar nichts mehr. Das ist verbrannt wegen den Mordbrennern und so. Oh, ihr kennt euch eher aus. Ihr seid wohl öfter mal unterwegs. Naja, nur die nächste Umgebung. Alles, was so hier in der Baronie von Wolfbrand von Rosshagen ist. Bergelheim. Aber ich glaube, Wolfbrand von Rosshagen stirbt auch bald. Dem geht's nicht gut. Der hat sein... Ich glaube, das wird euch nicht gefallen, Herr Trafigur, aber er hatte wohl einen Liebhaber, der gefallen ist und seitdem, da habt er an seine Seele leidet. Seine Frau, oder? Nein, sein Mann, also nicht sein Mann, aber sein Freund halt. Moment, seine Seele leidet, würde sie denn lachen, wenn er seinen Liebhaber ertrifft oder mit ihm versöhnt wird? Das weiß ich nicht, glaube schon. Was sagt denn seine Frau dazu? Lass die mal außen vor. Er hat doch keine Erben, er hat halt eine Baronie, aber wir wissen auch nicht genau, was mit der Baronie passiert, wenn er stirbt. Ich bin da auch nicht informiert, Dergelheim ist ein bisschen weit von hier entfernt, aber... Vielleicht sollten wir diesem Mann auch noch einen Besuch abstatten, wenn wir ohnehin auf dem Weg sind. Ja, das ist ein kleiner Umweg, aber dann können wir zumindest die Hauptstraße benutzen. Ja, wir sollten uns das mal anschauen. Ich denke, wir haben ja einige Geweihte dabei, das da kommt Priodor. Würde sich anbieten. Priodor, wir gehen jetzt erstmal nach Dergelheim. Gut. Sind alle bereit? Natürlich. Immer. So könnt ihr nicht aufbrechen. Es geht von den Hügellanden der Reichsabtei bzw. der Ruinenstadt San Priodan über die verschiedenen Wege, die euch erst in Richtung Erheim vorbeiführen, was zwar nicht ganz verlassen ist, aber nur ein kleines Dörfchen, wo es keine Schwangere gibt oder demnächst Gebärende. Und so zieht ihr weiter. An Heuthof vorbei, an Ermühlen vorbei, 2 Mühlen vorbei, bis ihr dann nach Traviahoften kommt. Es endet bereits der Tag und ihr habt nicht wirklich viel Strecke geschafft, aber ihr habt ja noch 9 Tage Zeit. Dergelheim werdet ihr am heutigen Tage nicht mehr erreichen, aber wenn ihr dann Rabenhorst erreicht, ein kleines Traviergut, was ihr hier vorfindet, wo Trafigur selber sicherlich sehr begeistert von sein wird, könnt ihr tatsächlich erkennen, wie es hier ein Ehepaar gibt. Und zwar Bauern, Moorbauern, die in guter Hoffnung liegen und demnächst wohl gebären werden. Kommen wir von Trafigur hierher geführt. Wir kommen von Trafigur mal bitte einen W6. In 2 Tagen ist es soweit, sagen zumindest die Priester. Ich denke, das ist ein Zeichen der Göttin. Wir sind hier richtig, denke ich.
Es setzt uns aber auch sehr unter Zeitdruck. Wenn es während dem Ritual geboren werden soll, dann so kurz schnell davor. Wird das Kind keine Sünden auf sich nehmen, hoffe ich doch. Man weiß nicht. Vielleicht erhebt es die Hand gegen die Mutter. Oder irgendeine Versuchung. Ich gucke gerade nochmal nach. Der Text sagt wortwörtlich: Ein Mensch, der frei von Schuld ist, den sollen wir finden und der soll beim Ritual anwesend sein. Nun, Schuld ist nur dann Schuld, wenn man sie oder sie in den Augen der Götter als solche erkennt, nicht wahr? In der Tat. Es muss aus freiem Willen geschehen, diese Schuld. Nicht aus instinkthaftem Handeln. Dann haben wir Zeit. Oh. Bleiben wir jetzt 2 Tage hier oder ziehen wir weiter? Nein. Travico, redet doch mal mit der Familie, ob sie denn gewillt sind, für ein kleines Entgelt und den Segen der Götter zum Kloster zu kommen in einigen Tagen. Oder sofort. Ich glaube, die Dame. Oder sofort, stimmt, jetzt können sie noch reisen. Eben. Wir sollten sie allerdings begleiten. Der Weg war jetzt nicht so weit, aber nun, wir sind in der Wildermark. Aber das wird uns auf dem Rückweg Zeit vielleicht. Vielleicht kommen wir auf dem Rückweg hier nochmal vorbei, oder? Ja, auf dem Rückweg kämen wir sicherlich hier vorbei. Ich denke, wie weit ist Dergelheim noch entfernt? Von eurer Position aus 5 Meilen. 5 Meilen. 5 Meilen, das ist in der Tat keine besonders große Strecke. Wir können morgen zurückkehren, nachdem wir mit dem Herrn von Dergelheim gesprochen haben, und sie dann Richtung der Reichsabtei begleiten. Sollten Sie dennoch schon mal ein wenig vorwarnen und nun überhaupt mal fragen, ob Sie gewillt sind? Nun, Travigor, wollt ihr das tun? Ich denke, selbstverständlich. Ihr habt hier den besten Zugang. Wartet noch, vielleicht können wir, wenn wir Ihnen eine Fahrt anbieten, Ihre Motivation etwas erhöhen. Ja, die schwangere Dame wird sicherlich ungern einen ganzen Tag laufen wollen, der den Bauch vor sich. Vielleicht gibt es im Dorf einen Bauern, der seinen Ochsenkarren für einen Tag ausleihen kann. Nun, wir müssen vielleicht sowieso einen Karren oder ähnliches besorgen, wenn wir einen Alten finden, der kurz vorm Sterben ist, oder? Los. Ohne Wagen werden wir ihn nicht transportieren können. In Dergelheim gibt es doch bestimmt etwas. Nun, wir werden sehen. Sprecht doch einmal. Ich werde mal fragen. Und mit den Worten, ja, würde ich dann in die Richtung. Ja, die Familien, die hier leben, sind sehr Dravia-gläubig, auch wenn man noch nicht ganz in der Partien ist, aber in der Wildermark wohl sehr schon. Und ja, man weist dir dann den Weg in Richtung der Familie Mosenklau, wo Malane dich dann auch im Bett empfängt. Ihr Mann steht daneben, hält gerade die Hand. Oh, das ist so schön. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir sogar noch jemanden aus Rommelis hier kriegen. Hab Dank. Nun, wir haben... Vater, bleibt ihr bis zur Geburt? Ihr seid zwar kein Zarpriester, aber Travia ist uns fast sogar noch lieber. Das ehrt mich sehr. Nun, wir haben von der frohen Kunde gehört und... Deswegen seid ihr zu uns gekommen? Mitunter. Nun, ich muss zugeben, das ist nicht das Einzige, weshalb ich hierher gekommen bin. Ach Vater, wobei das ist ja schön. Dieser Anblick natürlich immer freut, dass... die Gänsemutter ein weiteres Kind ihr eigen nennen kann. Wir werden eine große Spende dalassen. Ganze 3 ja, Silber. Wir wollten fragen, ob ihr uns bei einer weiteren heiligen Queste unterstützen könntet. Ach, wenn ihr so fragt, eine heilige Queste? Ja, natürlich. Was können wir für euch tun? Nun, das war einfacher, als ich dachte. Wir sind unterwegs nach Dergelheim und wenn wir auf dem Rückweg sind, wollten wir fragen, ob ihr uns begleiten könntet. Lange, nicht lange, nur für eine kurze Weile. Vielleicht kennt ihr die Reichsabtei St. Prajodan hier in der Nähe. Ist das nicht eine Ruine?
Ja, sie ist gerade im Aufbau. Ihr wird frisches Leben eingehaucht. Und nun, wir würden, wir brauchen etwas frisches Leben, was... Sollen wir da wohnen? Einem heiligen Ritual beiwohnen müsste. Ach, Marlene, ich denke, man wird euch Zeit lang wohnen lassen. Marlene, der ist so nett. Hier haben wir sowieso nur das Moor. Sie nickt. Du hast recht. Ihr werdet natürlich dafür auch stattlich belohnt und nun vielleicht ist es ja nun eine einmalige Gelegenheit, dass euer Kind, sei es noch so jung, an so einer Zwölfgötter-Heiligen wir würden das sehr gerne tun. Zwölfgöttergläubigen ja, Auftrag, wir machen's. Teilnehmen kann. Wir machen's, Vater. Das ging leichter, als ich dachte. Habt Dank. Ihr seid ein Mann der Travia. Ja, wie lange wir brauchen, können wir nicht ganz sagen, aber ich hoffe natürlich, wir kommen noch bevor ihr gebärt. Ist das wichtig? Nein, nicht wirklich, aber nun, es würde es vielleicht leichter machen für euch. Wir kommen natürlich mit einer Kutsche oder ähnliches, wo ihr dann möglichst ohne größere Probleme... Wollt ihr meinen Bauch führen, Vater? Ja, es tritt schon ganz toll. Es ist ein wahres Rondra-Kind. Und vielleicht kommen wir auch nach der Geburt. Verzeiht, ich wollte nicht etwas Beleidigendes tun. Ich wusste nicht, dass ein Travia-Geweihter einen Bauch nicht anfassen darf. Dann... Kommt nach Dergelheim wieder zu uns. Wir warten. Hab Dank. Ich würde mal 12 Silber vor dem Ausgang lassen. Ja, sie haben keine wirkliche Schlüsselschale, aber so eine kleine Kommode, wo du das dann drauflegen kannst, und sie nicken dir nett zu, wenn sie es klimpern hören. Mhm. Danke, Vater. Mit stolz geschwellter Brust schreite ich zurück zu den anderen und berichte von meinem Erfolg. Davigor, ihr seht gut aus. Scheint zu klappen. Sie waren erstaunlich gewillt, uns zu begleiten. Sehr gut. Das liegt an eurem Charakter und eurer Ausstrahlung. Das habe ich gleich gemerkt. Und dieses Orange, das ihr tragt, ist sicherlich auch zuträglich. Nun, man erkennt uns hier als gütige Ritter. Ja. In der Tat, man erkennt und kennt euch und schätzt euch umso mehr. Ein Teil der Queste erledigt. So kann es weitergehen, oder? Ich denke auch. Suchen wir als nächstes einen Menschen, der nahe des Sterbens liegt. Sind wir nicht aus diesem Grund auf dem Weg nach Dergelheim? Durchaus. Aber das Ewige zu schaffen geht mir nicht aus dem Kopf. Ich hatte da vielleicht eine Idee. Man kann ja auch, also ich meine, man kann sich verewigen. Das heißt doch, man schreibt irgendwie etwas nieder oder man erfindet ein Gedicht oder dergleichen. Das hält doch, das ist doch auch für die Ewigkeit. Travigor, das ist eine wunderbare Idee. Könnt ihr dichten? Ich sagte, ihr könntet singen und musizieren. Warum kein Gesangsstück oder Musikstück zu Praios Ehren? Mir ist es nicht leicht gefallen, überhaupt die Gesangstexte auswendig zu lernen. Ich glaube nicht, dass ich dafür besonders gut geeignet bin. Nun, und ich kann zwar gut mit Worten, aber wohl eher mit dem gesprochenen als mit dem geschriebenen Wort. Ihr versteht? Durchaus, durchaus.
Nun, mit dem geschriebenen Wort könnte ich euch aushelfen. Es ist meine Profession, so etwas zu können. Wenn ihr nicht schreiben könnt, kann ich es euch auch beibringen. Ich meinte nicht, dass ich nicht schreiben kann, aber ich bin besser im Sprechen denn im Schreiben. Und es muss ja auch nach was klingen, wenn es geschrieben wurde. Reimform und so. Ihr müsst das Gesprochene nur zu Papier bringen. Hier war neulich so ein Bestienjäger, der hatte sich mir vorgestellt und dann der konnte auch nicht schreiben. Da war ich ganz verblüfft. Ich kann doch schreiben. Ich war auch sehr verblüfft. Ein Bestienjäger. Der kam vor ein paar Wochen hier vorbei. Ado, erinnert ihr euch? Könnte das unser Freund sein? An die Oranga? Ich sag euch, die Firun-Anhänger, die geben da nicht so viel drauf. Naja, wollen wir weiter? Ja. Der Geheim ruft. Nur 5 Meilen weiter könnt ihr Dergelheim erreichen. Ungefähr 500 Einwohner fasst das ganze Schild, was ihr wohl erkennen könnt. Und noch bevor ihr das Städtchen betreten habt, könnt ihr einen Praios, Rondo, Atravia und Pereine-Tempel erkennen. Es gibt 2 verschiedene Herbergen, zum einen Fürstenruh und ein Gasthaus Dergelschmaus. Es gibt wohl noch eine weitere kleine Taverne zur emsigen Biene. Und wenn ihr die Stadt betretet, könnt ihr links und rechts neben euch viele Obstgärten erkennen und eine große Imkerei, die hier dann wohl Honig kredenzt bzw. Met anbietet. Seit dem Ende von Perns ist Dergelheim die größte Ortschaft in der Baronie und durch die abgelegene Lage im Hinterland jedoch ein wenig verschlafen, würde man meinen, wenn man gerade aus der großen Stadt Gareth heranreist. Man profitiert ein wenig von dem wiedererwachten Handel über die alte Silberstraße und schätzt ansonsten seinen Frieden, gibt sich Fremden gegenüber zurückhaltend. Im Norden gibt es große Deiche, die die satten Weiden vor dem alljährlichen Frühlingshochwasser schützen. Ah, mir gefällt das hier. Ist in der Tat ein sehr piktoreskes Städtchen. Ein schönes, verträumtes, aber dennoch emsiges Dörfchen, was den Gunsten der Götter nachgeht. Hat ein paar Schreine, aber sonst... Hat in der Tat den Charakter eines Nests. Ja, während ihr dort so steht, könnt ihr sehen, wie die Dorfbewohner euch skeptisch zublicken, aber wenn sie den orangen Umhang von Travigor erkennen und auch den goldenen von Priodur, dann wird man den beiden zumindest höflich zunicken, den Magiern blickt man eher abschätzig entgegen. Da könnt ihr erkennen, wie wohl einige Bannertreue von, es gibt einen Wappen, einen Löwen auf dem Schild, ein Pferd, kommen Wachhabende auf euch zu, die euch zunicken, vielleicht sowas wie Söldner, Soldaten, Stadtwächter. Na, die Götter zum Gruße. Was führt ihr im Schilde? Zum Gruße. Eine Gruppe Helden, ja? Die führen eine göttliche Quiste durch. Wir sind keine Helden. Dann verzeiht, dass ich euch angemaßt habe. Wie können wir euch dienlich sein? Wir suchen einen Mann. Nun, ich sag gleich nochmal. Wie ist er gleich nochmal? Wir hätten gerne eine Unterredung mit dem Herrn von Dergelheim, so es denn konveniert. Mit dem Baron? In der Tat. So. Nun, seid ihr angemeldet? Nein, darum sprechen wir ja mit euch, um eine entsprechende Anmeldung möglichst schnell durchzusetzen. Wäre das möglich? Nun, Praios-Geweihte, eine Novizin, ein Gänseritter, 2 Magier, eine merkwürdige Versammlung, aber ich werde ihm sagen, dass ihr nach ihm schickt. Ab Dank. Wie ist der Name von eurem Anführer? Dabei blickt er zu Praiodur. Praiodur von Grauningen. Jawohl, ich werde diesen Namen mitteilen. Donato Domini. Ihr könnt auch sagen, dass Ritter Travigor von Wandlet ihn begleitet. Auch diesen Namen werde ich mir merken. Und mein Name ist Midas Malik. Ich bin einfacher Fix geworden. Ja, das habe ich gerade erst zu gehen. Verzeiht euer Gnaden. Ich hatte euch vor einen. Das ist Tau aus Aranien und das ist Ado. Sagt ich einfach den Namen. Ich werde Priodur und Travigor nennen. Jawohl. Damit dreht er sich ab und verschwindet. Nach 10 Minuten. Ihr wisst, wie man mit den Leuten reden muss.
Nach 10 Minuten kommt er wieder und hat wohl auch seine ja, helle Bade hat er eben noch in der Hand, hat er wohl aus der Hand gelegt, auch sein Schild mittlerweile auf dem Rücken und winkt euch ran, während er auf euch zukommt. Der Herr Baron empfängt euch, er sagt, er kennt euch. Also zumindest hat er wohl von euch gehört. Ja, mein Ruf eilt mir wieder mal voraus. Ja, das sagte er. Komm mit. Kavigor, ihr seid ein Leuchtbild für uns alle. Hab Dank, aber stellt euren Schein mal auch nicht unter den Scheffel. Nun, müssen wir aufpassen, dass er uns nicht irgendwann heimleuchtet. Wie es meinem Gott genehm ist. Kavigor, steht nicht bei euch mal eine Weihe vor dem Haus? Ja, wie gesagt, ich habe mich oft beworben, ein Geweihter der Göttin Travia zu sein, aber ich wurde oft abgelehnt. Man sagt, ich bin wohl nicht bescheiden genug, könnt ihr euch das vorstellen? Vielleicht beruft die Göttin dich ja irgendwann selbst. Ihr kennt wahrscheinlich niemanden, der bescheidener ist als ich, aber na. Mir würde keiner einfallen, nein. Aber wenn es einmal nicht gelingen sollte und ihr euch umorientieren möchtet, es ist stets möglich, mit mir zu sprechen. Ich habe interessante Aspekte, die ich gerne mit euch diskutieren würde. Ihr wart hoffentlich nicht derjenige, der den Bandstrahler bekehrt hat. Nein, das möchte ich mir doch nicht anmaßen. Aber ich habe einige interessante Gegebenheiten mit ihm erörtert und wir sind auf einer interessanten Linie gestoßen, die er weiter zu verfolgen gedenkt. Wir sind da. Komm mit. Ja, so könnt ihr die kleine Treppen der Veranda nach oben treten. Eine etwas größere Villa, zumindest hat sie 2 Stockwerke und scheint ziemlich breit und lang zu sein. Und nachdem ihr über einen repräsentativen Flur die Treppen nach oben geführt werdet und den 2. Stock des Obergeschosses erreicht, könnt ihr dann über eine Galerie in Richtung eines Herrenzimmers geführt werden. Die Tür öffnet sich und ja, es gibt keinen Ballsaal, keinen Thronsaal, sondern einfach nur ein Herrenzimmer, in dem ein, so alt ist er gar nicht, ein Mann um die 35, vielleicht 40 Lenze liegt, der dort etwas entkräftet, die Bettdecke über seine Brust liegt und euch entkräftet, aber fröhlich zunickt. Ah, ihr seid die Helden von Binsbuckle, ja? Ich habe von euch gehört.